Die Küche ist längst zu, Thomas. Heute Abend gibt's nichts Süßes mehr. Ist auch ziemlich ungesund. Was machst du hier? Schon komisch. Dasselbe wollte ich dich gerade fragen. Tja, zufällig habe ich gesehen, wie du mit Thomas Forrester geknutscht hast. Hast du den Verstand verloren? Was willst du? Einfach mal nach dir sehen. Ich habe mir gedacht, vielleicht brauchst du ein bisschen Zuspruch nach der Einlage von Rick und Caitlin auf dem Laufsteg. Mir geht's gut. Na klar. Ich meine, nach so einer Mandeluntersuchung mit Forrester Junior. Wir haben uns nur etwas getröstet. Und wie weit ist das Trostspenden gegangen? Es war ein Kuss. Ein Kuss. Und nichts weiter? Das Weitere habe ich abgeblockt. Aber vorher hast du alles zugelassen. Ich weiß auch nicht. Es hat sich so ergeben. Naja, ich habe ihn ein bisschen massiert und... Komm schon. Den Rücken. Er war völlig verspannt. Seit wann spielst du Krankenschwester? Es hat mir gefallen, ein wenig zu flirten. Dieser Junge ist nett. Er ist auf mich richtig... Was heißt dieser Junge? Dieser Junge? Du meinst... Dieser Forrester. Oh nein. Nein? Ich weiß, welche Anziehungskraft die Familie auf dich hat. Das ist Unsinn. Hör schon auf damit. Na schön. Aber bitte... Bitte sei ehrlich. Okay? Als Mrs. Rick Forrester hast du in einer wundervollen Welt gelebt. Du warst Teil der Familie. Du konntest das Leben genießen, hattest keine Sorgen. Alles wurde einem abgenommen. Fantastisch. Ach, du glaubst, ich benutze Thomas? Nein, nein, er ist nur ein Junge, der mir leid tat, der jemanden zum Reden gesucht hat. Tja, noch ist er ein Junge, aber in ein paar Jahren wird Rick Forresters Sohn sicherlich... hohen Marktwert haben. Genau. Und ich vermute, du willst dir gegenüber den Mitkonkurrentinnen... Nein, 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 es war ein verkorkster Abend. Und davon haben wir uns nur erholt. Er hat mich zum Lachen gebracht. Okay, okay, okay. Wie auch immer. Keine Wiederholung. Ich glaub's nicht. Du willst mir Vorwürfe machen? Hör zu, fahr zu Rick und dann erzähl mir, was er gerade mit Caitlin treibt. Na schön, mag sein, der Kerl ist ein Idiot. Aber wenn das hier rauskommt, weißt du, wie man dich nennen wird? Verstehe, weil ich eine Frau bin. Nein, nein, nicht weil du eine Frau bist. Weil du eine Forrester gewesen bist, Amber. Sei klug und mach einen Bogen um ihn.